jeden Fall erstmal Sand besorgen. Ich probiere es einfach mal, ob hier in der Nähe vielleicht durch Glück oder so was einfach so eine Strandebene ist. Oder vielleicht sogar eine Wüste. Wo wir mal gerade so ein bisschen abtragen können. Lehm hätte ich im Angebot. Schon gut aus. Und dann mal hier. Oh. Haben die schon was weggetragen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist jetzt einfach nur zusammengestürzt oder... Auf jeden Fall eine Höhle, sehe ich gerade. Gar nicht mal so wenig Eisen. Gar nicht mal so wenig Kohle. Ah, aber eine Sackgasse, das ist schon gut. Aber hier die Kohle werde ich schon gern mitnehmen. Genauso wie das Eisen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Das ist ein kleines Problem. Komm, der Erdblock. Die Kohle auf jeden Fall. Nehmen wir dann auch noch eine Fackel an. Ich gucke immer so ein bisschen nach oben. Ich meine, hier wäre doch eben noch mehr gewesen. Also Eisen auf jeden Fall. So. Ich gestern, beziehungsweise heute Morgen noch mit dem Yaldi das Thema. Ist momentan ein sehr, sehr arges Streitthema, Politik und sowas. Wir stehen jetzt bald wieder die Wahlen an und da kommt die Schere eh kaputt. Ja, mit Wahlen, das ist momentan so eine Sache, weil wir auf das Thema Versprechen und Co. hin irgendwie kamen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das da gewesen ist. Wo ich mich dann so drüber aufregte, dass momentan die Politik mit ihrem Werbeplakat wieder so viel verspricht und im Endeffekt, wenn nachher die Wahlen zu Ende sind, was sieht man von den Versprechen? Im Endeffekt gar nichts mehr. Und das gestern so ausgeht, da habe ich mich so drüber aufgeregt, dass die Leute, die Menschen, das ist mir allgemein aufgefallen, egal ob im Job oder sonst wo, mal wieder mehr Eier in der Hose zeigen sollten, um einfach mal zu demonstrieren. Kann ich jetzt noch wegschmeißen hier? Ja, komm. Ja, demonstrieren im Sinne von einfach mal zeigen, dass bis hierhin und nicht weiter. Da kam man irgendwie wegen Kohle und ich weiß gar nicht, was gewesen ist, wegen irgendwas auf jeden Fall drauf zu sprechen und war mir einfach so blöd nachher, dass ich da tierisch ausgeflippt bin, was Politik halt anging. Dass ich einfach satt bin, dass die immer diese Versprechen versuchen an den Menschen zu bringen, dafür Plakate aufhängen, wo im Endeffekt nachher gar nichts mehr von zu sehen ist und ja, keine Ahnung, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht wählen gehe, weil egal, ob ich meine Stimme abgebe, ja, ich weiß, Frau Merkel, auch wenn sie das jetzt hören oder was weiß ich nicht was, egal, ob ich meine Stimme abgebe und es kommt nur Scheiße bei raus oder ob ich halt nicht wählen gehe und meine Stimme irgendeine Partei kriegt, die eh nichts erreichen kann, wo genauso Müll rauskommt. Das nimmt sich nicht viel, ehrlich nicht. Was man kurz machen kann, ist eine Fackel. Also sehe ich das halt. Das ist meine persönliche Meinung und
ich sag's auch ganz offen, auch wenn ich jetzt Post wieder bekommen habe, wählen gehen, du wirst verpflichtet praktisch, also für mich ist es schon fast verpflichtet, wählen zu gehen, nur damit eine beliebige XY-Partei an die Macht kommt und ihre Versprechen eh nicht einhalten kann und bla und hops das. Wenn ich allein schon sehe, dass das Volk wieder dafür gerade stehen muss, wenn hier umgestellt wird auf Think Green so ungefähr, statt auf Atomkraftwerke, auf Windkraft und Co. Ich meine, ist eine gute Sache. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber warum muss es auf den kleinen Bürger immer abgewälzt werden? So, das ist eine Sache, die mich momentan so ankotzt, keine Ahnung, ey. Hab ich jetzt genug Stein für den Ofen? Ne, ich glaube nämlich nicht. Muss ich mal kurz ein bisschen fuschen. Muss ich jedes Mal halt jetzt dran denken, wenn ich diese Plakate halt sehe. Dieses typische, ja, wie Versprechen zum Beispiel, wenn sie uns wählen, dass, sag schnell, auf langen Zeitraum hin Energie wieder günstiger wird und was weiß ich nicht was, oder das Volk mehr Geld zur Verfügung hat und tralala und bla und ja, das ist momentan so eine Sache für sich, ey, keine Ahnung. Da frage ich mich halt, warum denn nicht von Anfang an, warum kommt ihr denn jetzt darauf, wo wieder die Wahlen sind? Warum macht ihr es nicht einfach, anstatt hier große Töne zu schwingen, große Töne zu spucken, wieder das Volk zu verarschen, so ungefähr? Damit ihr in eure Stimmen kommt. Schon wieder. Ja, jetzt aber. Ich muss mal kontrollieren, ob das überall richtig ist. Okay, scheint aber gut auszusehen. So. Ja, dann packe ich das zweite aus und den Style, wie gesagt. Ein bisschen Abwechslung kann ja drin sein. Das eine haben wir so gemacht, das andere so. So soll das aussehen, so habe ich mir das halt vorgestellt im Großen und Ganzen. So, auf den Bock stelle ich daneben. Was machen könnte in der Zeit, ist wie ein Bett hier drin craften. So. Das hat der gute Mann ja auch nicht. Beziehungsweise noch nicht. So. Ihr merkt vielleicht schon, ich habe meine Playlist ein bisschen aufgestockt. Es sind immer noch Remixes von irgendwelchen Spielen, die ich mir jetzt einfach zusätzlich bei OC Remix halt zusätzlich noch runtergeladen habe. Sorry. So, dann wäre damit Haus Nummer 2 praktisch erledigt. Ja, was könnte man jetzt hier noch in die Kiste tun? Keine Ahnung, hier so ein bisschen Essenszeug, ein bisschen Baumaterial. Nur zum Reparieren oder was weiß ich nicht was. So. Ich habe sogar noch überlegt, irgendwie so eine Art Panos-Uhr zu craften, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich hier noch mehr Häuser hin tun soll. Hier auf jeden Fall viel Baumaterial für raus. Haben wir jetzt gesehen im Allgemeinen. So, ich werde jetzt erstmal hier das ganze Zeug wieder rausholen.
kann eigentlich hier drinnen bleiben, oder? Beziehungsweise, warte mal kurz. So. Dann legen wir das Glas rein. Dann kann man nämlich mitnehmen. Wo ist so ein paar schöne Glasscheiben. Wie gesagt, ich habe ja noch vor, die Bahnstrecke im Allgemeinen noch ein bisschen zu vergrößern. Zu verlängern auch. Und einige Orte noch zu verbinden. Zum Beispiel der momentane Ort für meinen Bruder, wo er zurzeit sein Hab und Gut hat. Auf dieser Pilzinsel habe ich schon das öfteren Mal erwähnt gehabt. Solche Sachen halt. Hier muss ich im Allgemeinen nachgucken, ich wurde vor kurzem darauf angesprochen. Es gibt da noch diese Theaterkuppel, die ich nicht eher irgendwie hinbauen kann. Oh, da muss ich gucken, das wird echt dann mega, mega. Hier das Ganze muss ich auch noch auskleiden. Ich mache das jetzt gerade mal, weil ich noch so viel Erde auf jeden Fall auf Tasche hinten habe. Projekte bin ich ziemlich stolz drauf, ehrlich. Hier auf die ganze Gegend eigentlich. Müssen wir mal gucken, ob wir unten noch diese komischen Falltüren haben. Dann könnten wir drüben schon mal solche Kästen für Bäume hinsetzen. Super Sand. Nee, war denn da drüben? Nee, auch nicht, aber hier können wir den Stein schon mal wieder reintun. So, dann war hier, genau, hier war Sand und Glas. Eisen kann ich mal wieder einschmelzen. Kohle hat mir hier eine Kiste. Das Holz. Viel haben wir gebraucht, aber noch lange nicht alles, sag ich mal. Was haben wir hier drin? Die Wolle. Also ich brauche es auf jeden Fall erstmal. Ach, haben wir denn hier noch diese Falltüren? Eine einzige. Die Frage, wie werden die denn hergestellt? Da muss ich jetzt mal raten und gucken. Immer so eine Sache mit dem Rezepte merken bei mir. Moment. At a young age, cooking with kerosene, pan fried out green recipes and magazines, top chef before home mech developed his own tech to keep the dough fresh, keep the flow wet and keep the stove running, deliver hot wraps, had to preheat the oven, word got around, other chefs were summoned, but someone stole the whole cooking with the table with nothing. He got jaded fast, first showcase might have been the last forecast, icy fire's not pretty if it leads to meltdown in the chocolate city. Wie werden die hergestellt? Das weiß ich ja. Ah, so einfach also. Ja, genial. Machen wir uns mal ein paar. So. Können wir Erde mitnehmen? Und Zepplinge. Normal oder? Ne, wir nehmen mal Birkenzepplinge mit. So.
car and met a demo of a piece of blade. Way late, a salt and pepper spray. Took the bread made plus the grade A cream that he grew with his hands. Da auch schon ein bisschen Gimmick gesetzt. Uns noch um Laternen und Kugeln. Man, dazu muss ich aber wieder Glowstone auf jeden Fall fahren gehen. Ja. Was war das denn gerade? Hm. Sehe dich ganz genau, Mr. Enderman. Diese Gegend, die wir jetzt da angefangen haben, das wird noch lange nicht alles sein. Es schweben jetzt schon noch so ein paar Vorstellungen im Kopf rum. Warum lädst du denn so langsam nach? Was ist denn mit den Clustern los? Sorry. Ah, ich habe ja vor, beziehungsweise von Anfang an gesagt, könnte sein, ich Nasenrümpfe, ein bisschen Huste, wie gesagt, die Erkältung. Jetzt werden die einen sagen, es ist so warm draußen. Ja, es gibt aber auch sowas wie Sommergrippen. Und mich scheint da irgendwie eine kräftig erwischt zu haben. Nicht schön, aber selten so ungefähr. So, jetzt will ich... Das ist ungefähr... 1, 2, 3... So. Ich will einmal hier die Sepplinge rein und da die Türen. Ja, jetzt fangen wir noch an zu regnen, ey. So, 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, dann kann man da am Rand, kann man noch Häuser ganz gemütlich hinstellen. Boah, jetzt fängt es gerade kräftig an zu ruckeln. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mein PC spinnt übrigens immer noch ein bisschen. Also dieses Firefox-Gedönse, was angeblich hätte sein sollen, hat dann doch nicht wirklich was gebracht. Mir ist auch aufgefallen, dass immer, wenn mein PC freest und ich neu starte, dann der Fehler wegen USB-Gedönse kommt. Also no keyboard detected und keine Ahnung was, als würden meine USB-Gerätschaften auf einmal sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, kannst du mich mal. Werde ich auf jeden Fall noch einige Tore brauchen. Tja, und wie viel ich da brauchen werde. Alter Schwede, ey. Hätte ich nicht gedacht. Dinkler-Dusche hier schon mal wieder. Zack. Immer wieder 38, ist auch schon mal ein bisschen was. Na komm. Geh den noch dicht. Zack, zack, zack.
Hier haben wir, glaube ich, ne? Ja, hier ist komplett. Super. Eigentlich schon Setzlinge draufpappen, die schon mal in Ruhe gedeihen können. Ich denke mal, die werden auch wieder unterschiedlich groß werden. Noch Mehl wäre jetzt gar nicht so verkehrt gewesen. Na, egal. Einen kriegen wir noch. Mal gucken, ob ich denn vielleicht in der Wildnis vielleicht ein paar Bäume gerade mal fällen gehe. Zumindest um hier den Kladuschi noch fertig zu kriegen. Was ist denn ein Kladusch, Romiat? Ja, keine Ahnung. Erfundenes Wort. Aus meiner Sicht halt, um das Ganze hier noch fertig zu kriegen, also den Mist oder keine Ahnung was, ist ja auch scheißegal. So. Oh, krass. Oh, krass. Das ist...